Willkommen im Trainingscenter, Agent. Hier lernst du die Grundlagen des Kampfes und der Bewegung auf dem Schlachtfeld. So kommst du schnell weiter, damit dein erster Einsatz nicht auch dein letzter ist. Du kannst während des Tutorials oder im Spiel selbst jederzeit die Taste Ziele anzeigen drücken, um deine aktuellen Aufgaben anzuzeigen. Bei deinen Einsätzen kommst du oft in Zonen, in denen du nicht aufrecht stehen kannst, wie in diesem Rohr. Krieche auf den Knien hindurch. Gut gemacht, Agent. Öffne die Tür und betrete den anderen Raum. Benutze dazu den Schalter rechts neben der Tür. Manchmal erreichst du einen Ort nur, indem du Hindernisse überspringst. Mit Anlauf kommst du weiter. Begib dich jetzt auf die andere Seite des Raumes. Gut gemacht, Agent. Wenn du ein Hindernis überspringen möchtest, nähere dich an und bewege dich im Sprung vorwärts. Manche Hindernisse sind zu hoch für normales Springen. Zieh im Sprung mit der Kriechentaste die Beine an. Überspringe das Hindernis und gehe in den nächsten Raum. Gut gemacht, Agent. In diesem Raum befindet sich ein Pool. Es kommt nicht oft vor, dass du auf Wasser triffst oder schwimmen musst, aber sei zu allem bereit. Wenn du abtauchst, erscheint unten links die Anzeige deiner Atemluft. Sobald die Anzeige vollständig verschwunden ist, ertrinkst du. Behalte die Anzeige also genau im Auge. Sinkt sie zu sehr ab, schwimmst du an die Oberfläche und holst Luft. In dieser Übung schwimmst du unter Wasser durch einen Tunnel und tauchst an der anderen Seite auf. Dort fahren wir fort. Gut gemacht, Agent. Du kannst zum nächsten Raum gehen. Du stehst vor einem Aufzug. Er bringt dich zum nächsten Abschnitt des Trainings. Aktiviere ihn mit dem Schalter am Aufzug, der aussieht wie eine Tür. Steig die Leiter hinauf und begib dich zum Waffentraining. Bevor du den Raum betrittst, weise ich darauf hin, dass er total dunkel ist. Jeder Agent besitzt für derartige Situationen ein spezielles Nachtsichtgerät. Es verbraucht Strom und du musst deshalb den Batteriestatus oben rechts in der Ecke im Auge behalten. Wenn du das Gerät ausschaltest, lädt sich die Batterie automatisch auf. Betrete den Raum und gehe hindurch. Denk daran, sofort das Nachtsichtgerät einzuschalten.
Gut gemacht, Agent. Gut gemacht, Agent. Bis hierher wirklich ausgezeichnet. Bevor wir mit dem Waffentraining fortfahren, musst du nach jeder Begegnung deinen Status auswerten. Links unten auf dem Bildschirm wird deine Gesundheit angezeigt. Steht diese Anzeige auf Null, bist du tot. Das solltest du vermeiden, denn wir brauchen talentierte Agenten. Neben der Gesundheit erscheint ein Rüstungsstatus. Der bezieht sich vor allem auf die kugelsichere Weste. Je besser der Rüstungsstatus, desto geringer die Schäden durch feindlichen Beschuss. Die Rüstung wird mit jedem Treffer schwächer. Erreicht sie einen kritischen Wert, beschaffst du dir eine neue Weste. Fahre mit dem nächsten Abschnitt fort. Entschuldigung für diesen kleinen Unfall. Das war wohl ein technischer Fehler. Vor dir in der Kiste liegt ein Erste-Hilfe-Koffer. Darin findest du ein Medikament, das die Blutungen stoppt und deine Gesundheit schnell wiederherstellt. Auf dem Tisch vor dir liegt ein Colt-Kommando mit Munition. Geh zum Tisch und nimm ihn. Wie du siehst, erscheint rechts unten auf dem Bildschirm eine Anzeige, die den Munitionsstatus der ausgewählten Waffe und den Schussmodus dokumentiert. Abzulesen sind die Anzahl der im Magazin verbliebenen Schüsse sowie die Schüsse insgesamt. Wird die Anzeige der Schüsse rot, musst du die Waffe nachladen. Begib dich möglichst nicht mit einem fast leeren Magazin in einen Kampf. Lade vor Betreten eines Raumes deine Waffe, damit das Magazin nicht im falschen Moment leer ist. Das könnte tödlich sein. Zerstöre alle Ziele vor dir und begib dich in den nächsten Raum. Übe das Nachladen der Waffe und den Wechsel der Schussmodi. Im Burst-Modus feuerst du mehrere Schüsse auf einmal ab, dafür aber sehr viel schneller als im Automatik-Modus. Und noch was Wichtiges: Wenn du den Gegner am Kopf triffst, kannst du ihn meistens mit einem einzigen Schuss töten. Den Körper musst du mehrmals treffen, um zu töten. Treffer an Gliedmaßen fügen nur leichten Schaden zu. Gut gemacht, Agent. Du kannst zum nächsten Raum gehen. Manche Waffen, wie die Farmers vor dir auf dem Tisch, haben zwei Schussmodi. In diesem Fall Standardmunition abschießen und Granaten werfen. Standardmunition schießt man mit der Taste Feuern, während sekundäre Munition wie Granaten mit der Taste Waffenmodus umschalten geworfen werden. Diese Waffen unterscheiden sich, weil die Statusanzeige der Munition beide Arten der von der Waffe abgefeuerten Munition gleichzeitig anzeigt. Nimm die Waffe und versuche, die Ziele mit beiden Schussmodi zu zerstören. Und jetzt beschäftigen wir uns mit dem Heckenschützengewehr. Beim Wechsel des Feuermodus wird der Zoom-Modus aktiviert. Eine Teleskopansicht, mit der man ein Ziel einzoomen kann. Sie ist ideal für den Beschuss von Feinden in großer Entfernung. Nimm die Waffe und zerstöre das Ziel mit Hilfe des Zoom-Modus.
gemacht, Agent. Du hast das Grundtraining bestanden. Im Einsatz wirst du weitere Erfahrungen sammeln. Viel Glück! Halt! Auf den Boden!